Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen hier heute zu meinem neuesten Film. Und Hand aufs Herz, mal ganz ehrlich, wer von euch hat sich nicht manchmal gewünscht, er könnte nicht doch ein wenig die Zeit zurückdrehen? Wir, der Singletreff Chemnitz-Zwickau, wir haben es versucht und wir haben die Zeit ganz weit zurückgedreht, nämlich bis in die Steinzeit. Wie das geht und was dabei herausgekommen ist, das seht ihr in den nächsten Minuten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Zunächst müssen wir dafür allerdings nach Ostthüringen fahren, nach Berga an der Elster. Am Ortsrand in der Nähe der früheren Ferienanlage am Stausee Albersdorf finden wir das Naturinstinktecamp von Rocco. Er und sein Mitstreiter Jean, welcher etwas Ähnliches in Gera anbietet, wollen uns helfen, aus der Moderne auszusteigen und uns Dinge beibringen, welche für unsere Vorfahren Selbstverständlichkeit waren und in Vergessenheit geraten sind. Nach einer ersten Begrüßung das Problem: Lagerfeuer entzünden für die Gemütlichkeit und vor allem fürs Kochen. Nur Streichhölzer oder Feuerzeuge sind ja noch gar nicht erfunden. Was nun? Hat es schon einmal jemand von euch versucht, auf andere Art Feuer zu machen? Schreibt doch bitte eure Erfahrungen unten in die Kommentare hinein. Ich bin echt gespannt. Für alle, die es, so wie wir, nicht können, erklärt uns Jean verschiedene Methoden, wie man es machen kann. Gar nicht so einfach, sage ich euch. Ist dann quasi im Endeffekt hier drin. Ach so, okay. Ja, und das Kugellager ist jetzt im Endeffekt dafür da, dass es sich leichter dreht. Ja, das ist jetzt halt, wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist, in einer Survival-Situation, hat man das natürlich nicht. Nee. Ne? Nee, okay. Dann nimmt man einfach im Endeffekt auch ein härteres Holz und dass es dann halt nicht oben anfängt zu glühen. Ja. Gut. Ja, stimmt. Dann wird der Bohrer dann im Endeffekt hier einfach reingemacht. Ja, Moment. Einmal reingedreht. Dass das dann hier schraff wird. Ja. Und da ist es halt die Sache, zeige ich dann später auch nochmal. Es gibt dann, wie gesagt, auch mehrere Varianten dafür. Ne? Die älteste Variante, werdet ihr wahrscheinlich kennen, ist der Handdrill. Ja. Für Anfänger, ihr werdet dann dicke Schwielen haben, Blasen. Ne? Deswegen. Okay, wichtig ist dann auch immer, dass man einen festen Stand hat. Das heißt, wenn der Bohrer jetzt hier aufgesetzt ist, muss ich erstmal gucken, weil ich bin Linkshänder. Ich auch. Jetzt stehen nämlich andersrum reinmachen. Und da ist es jetzt im Endeffekt wichtig, dass du hier quasi, na, okay. Moment, dass du hier quasi, hier oben darf es nicht mehr wackeln. Mhm. Das heißt, du brauchst hier einen festen Stand. Und dann wird es im Endeffekt gebohrt. Okay? Mal probieren. Weil wir können das auch in einer Zweier- oder einer Dreiergruppe machen. Ja, das ist daneben. Daneben. Genau. Das Neue. Das Neue. Am besten ist dann wirklich, du stellst einen Fuß drauf. Genau. Ey, ich hab schon noch ein Stück näher ran. Das riecht auch schon nach Feuer. Hast du hier? Hast du hier auch eine Steinlinie? Wie weit hinten? Genau. Das ist nämlich so einfach. Ja, genau. Jetzt ist nämlich genau die Sache, die Technik zwischen Druck. Und also man darf halt auch nicht zu viel Druck haben, dann bleibt der Bohrer im Endeffekt einfach stehen und das Seil rutscht einfach im Endeffekt nur durch. Ja. Ach, du musst erst mal raus haben, Baby. Okay. Genau. Hier schön anfangen. Ganz langsam anfangen. Genau. Und hier schön versuchen, straff zu bleiben. Ja. Ja. Und gerade. Genau. Desto mehr du hier oben wackelst, desto länger dauert es auch. Ja, das muss man ja erst mal hinkriegen. Genau. Ich verhungere. Aber es geht schon. Ja, das ist wie geil gespielt. Ja. In der Art und Weise, ja. Oder Holzsägen. Oh, bei dem ist gar nicht so einfach. Weiter. So, gut, wir gucken mal. Stopp. So, jetzt werden wir dann die Bohrung rein. Das ist zu sehen. Ja. Oh, darf es aber nicht regnen.
Nee. Stecke, das geht am besten so, oder? Zu zweit geht's gut. Alleine ist. Ja, du findest einen Rhythmus, ne? Es kommt darauf an. Also, es gibt Leute, da geht einfach gar nichts. Die machen das lieber alleine. Und es gibt Leute, die machen das lieber im Team. Genau. Also, wir sind drei. Ja, das war auch Fotos machen. Fotos? Es gibt nicht nur einen Weg, der zum Ziel führt. So kann man auch mit Stahl und Stein Feuer machen. Glaubt aber nicht all diesen Abenteuer- und Indianerfilmen. So leicht und einfach ist das gar nicht. Und wenn ich das dann... Genau, jetzt setzt sich und gucken. Genau. Jetzt musst du richtig mit Schmackes durchziehen. Genau. Am besten nicht von... Vielleicht geht es immer mit einem Riemen, wenn das übrig steht. Das glüht dann weg. Ich konzentriere in Ruhe. Schön, wie du das gerade eben gemacht hast. Genau. Und irgendwann fängt das Ding den Funken auf. Ganz ruhig noch näher ran. Und am besten versuchen mit dem Daumen, das noch ein bisschen näher zu halten, aber dann nicht auf den Daumen hauen. Eben. Das war jetzt meine Sorge. Genau. Und kaum zu glauben, gemeinsam haben wir es, trotz anfänglicher Misserfolge, tatsächlich geschafft, unser Feuer zum Brennen zu bringen. Die Belohnung, Kaffee trinken. Sogar welcher aus der richtigen modernen Zivilisation. In der Pause zeigten uns die beiden ihr selbstgefertigtes Werkzeug. Erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln diese hergestellt wurden. Und der Clou, diese funktionieren tatsächlich. Ein Feuer ist ja an sich schon mal was Schönes. Nur, was nützt das mit leeren Magen? Ergo, Essen sammeln. In Roccos Garten würde wohl jedem zivilisierten Gärtner der Schlag treffen. Dennoch war es sehr erstaunlich, was er dort alles gefunden und gesammelt hat. Selbst Brennnesseln oder Giersch, das Schlimmste für jeden konservativen Garten. Und dieses Unkraut sollte für Spinat sein oder zum Beispiel Goldrute für Tee. Ja, nehmt euch einfach raus hier. Ich muss an mein Puderrad ran. Das sind meine Bandzweige. Ach, die kommen mit dem Tee rein. Fichtennadeltee, das ist auch eine ganz feine Sache. Fichtennadeltee, ja. Aus zeitlichen Gründen teilten wir uns anschließend in Gruppen auf. Die einen verarbeiteten unsere gesammelten Pflanzen, die anderen widmeten sich der Herstellung von Schüsseln. Das geschah, indem Stämme zersägt, mit der Axt halbiert und anschließend ausgebrannt wurden. Schwerer, aber wenn das dann schon ein bisschen ausgebrannt ist, kannst du dann noch mit dem Messer noch so ein bisschen auskratzen. Ja, viel Spaß. Kannst du bestimmt bewerben. Wenn das einmal anfängt zu brennen, glühen dann. Das geht dann schnell. Okay, danke. Dann brauchst du erstmal so einen Anfang. Jo. Wo stehst du? Nee, da kommt mal noch was. In der Zwischenzeit war auch der Spinat aus unseren Kräutern sowie die Kartoffeln gekocht. Dazu gab es noch Spiegelei. Und das nächste Mal durften wir staunen. Es schmeckte sehr gut und das ganz ohne herkömmliche Gewürze. Das hatte wirklich niemand von uns erwartet. Und satt machte es obendrein mehr als reichlich. Von wegen das bissel Grünzeug. Die letzte Arbeit aus Brennnesseln Seile flechten. Sehr zeitaufwendig, kann ich euch sagen. Trotzdem hat es Spaß gemacht und kaum zu glauben, wenn man die Seile dick genug macht, dann halten die sogar. Das sieht aber sehr gut aus, was du da gemacht hast, oder? So, ich habe auch zwei so eine Dinger. Oh ja, du hast einen schönen Zusammenhang. Aber was mache ich denn mit den Mittelstücken, mit den Hocken? Da filmst du es wohl noch. Das sieht gut aus. Ah, da hängt noch ganz schön viel Zeug dran. Naja, wie kannst du das Elende aussehen? Dann wird das hier nach rechts gedreht.
Muss das rechts sein? Das kann auch links sein, sicher. Hauptsache ist, ich drehe es nach rechts und überschlage nach links. Und da mehrmals von Zeit die Rede war, Zeit spielt hier eine ganz andere Rolle. Man braucht viel mehr davon. Interessantes Phänomen allerdings, obwohl alles mit einem viel höheren Zeitaufwand betrieben wird, zog sehr schnell eine entspannende Ruhe ein und alle empfanden das als sehr wohltuend und angenehm. Das Fazit des Tages? Wir haben alle im Laufe unseres Lebens ganz viele Dinge gelernt. Autos fahren, Computer bedienen und so weiter. Die wirklich wichtigen Dinge, zum Beispiel wie man sich selber behelfen kann, Werkzeuge etc. selber bauen, sich auch gut ohne Supermarkt ernähren, bei der gemeinsamen Arbeit sogar noch Spaß haben kann ohne Mobbing und all die anderen Nebenerscheinungen unserer heutigen, ach so tollen Zeit, die haben wir Menschen leider völlig vergessen. Deshalb schön zu sehen, dass Leute wie Rocco und Jean diese Dinge dem Vergessen zu entreißen versuchen. Danke an die beiden dafür. Wer den Mut hat, sich selbst einmal an so einer Zeitreise zu versuchen, dem schreibe ich unten in die Anmerkung die Homepage von Rocco bzw. Jean hinein. Schaut ruhig einmal darauf. Beide haben noch viel mehr auf Lager, was sich lohnt, einmal auszuprobieren. Sollte euch unsere Zeitreise gefallen haben, dann lasst doch bitte einen Kommentar und Bewertung hier oder abonniert einfach meinen Kanal. Denn bald geht es hier weiter mit Abenteuern und Wanderung in unserer schönen Natur. Bis dahin, tschüss!